Elias Stefanescu für GMB1 TV. Wir sind bei Integra FC 7 und Robert Lau an meiner Seite, der sich ein recht kurzes Duell mit Igor Kanta geliefert hat. Robert, Glückwunsch zum schnellen Sieg natürlich. Wie hast du den Kampf erlebt? Was hast du noch so im Kopf? Ja, ich bin gelassen in den Kampf gegangen. Ich wollte ihn eigentlich in den Boden ziehen, aber dann kam er halt mit Druck auf mich drauf und dann kamen wir irgendwie in eine Clean-Situation. Habe ich ihm Gott sei Dank mit dem Knie in die Leber treffen können, ist er zusammengesackt. Dann habe ich ein oder zwei Schläge nachgesetzt und dann war es das, weil er hat sehr starke Schmerzen an der Leber gehabt. Hat halt geschrien, da habe ich gedacht, lieber nicht mehr draufhauen. Sehr sportlich von dir, hat man im Nachhinein auch gesehen, dass er sich lange Zeit die Leber gehalten hat. Nach dem Lebertreffer wusstest du direkt oder hast du sofort an seiner Körperhaltung gemerkt, der saß? Ja, er hat halt angefangen zu schreien. Das war auch genau das letzte Mal, genauso als ich das letzte Mal hier gekämpft habe mit dem Maximilian Schlatar, glaube ich, heißt er. Ja, da habe ich auch in die Leber getroffen, ist er auch direkt zusammengesackt mit dem Knie. Und ja, da habe ich das gewusst, als er geschrien hat, die Leber ist getroffen. Ist das so ein Ding, was du speziell trainierst oder kommt das einfach im Kampf? Weil es kommt ja öfter vor bei dir, dass du mit Leberhaken, Leberknien in dem Fall die Matches finishen kannst. Ja, also im Training haue ich die sehr gerne und im Kampf kommen die dann auch Gott sei Dank gut geflogen. Sehr gut. Ja, so kann es weitergehen, denke ich mal. Du bist zufrieden mit der Leistung. Wie hast du heute den Abend erlebt? Du konntest ja das ein oder andere Match, glaube ich, auch sehen, weil du ja der Main Event warst. Wie hat es dir gefallen von außen auch? Ja, zu Hause zu kämpfen ist natürlich ein Traum für jeden Kämpfer, denke ich mal. Da kommen so viele Leute, um einen zu unterstützen. Man glüht innerlich, das Feuer ist am Brennen und dann ist das Warten halt ein bisschen schwierig, aber da gibt es genug Ablenkungen, wenn man die Jungs unterstützt, wenn man ein bisschen mit den Leuten redet und da ist man halt sehr froh, wenn man dann kämpft und dann auch noch gewinnt. Das ist halt eines der besten Gefühle der Welt. Wie stolz macht dich das jetzt auch zu wissen, das Ganze wurde ja gelivestreamt in Russland unter anderem, dass dich halt viele haben kämpfen sehen, nicht nur, dass du ja sowieso immer sehr, ja, versuchst überall zu kämpfen in China und so weiter, weil du ja auch schon unterwegs, aber wie stolz macht dich das? Ich habe, um ehrlich zu sein, vergessen, dass das live übertragen wird, aber desto stolzer bin ich jetzt, dass ich gewonnen habe und vor allem so schnell. Und ich bin halt auch sehr froh, dass die Hand gehalten hat, die ja in China kaputt gegangen ist. Das saß bei mir ein bisschen im Kopf. Aber als ich dann zweimal auf den Kopf getroffen habe, habe ich gedacht, die hält Gott sei Dank. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, deine Verletzung. Wie weit bist du aktuell und wie schwierig war es vielleicht im Vorfeld? Man hat es ja, denke ich mal, immer im Hinterkopf, dieses hält die Hand und verletze ich mich vielleicht nochmal. Was für eine Rolle hat das gespielt? Um ehrlich zu sein, wenn ich in den Kampf gehe, ist mir alles egal. Ich will einfach Spaß haben und da ist das auch nicht im Kopf, nur halt so, wenn man in die Halle reinkommt, dann ist der Gedanke schon im Kopf, ich muss auf die Hand aufpassen, aber sobald die Musik läuft, ist mir alles egal. Ich will einfach Spaß haben, kämpfen. Sehr gut, das ist ein schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich trotzdem noch, wie geht es mit dir weiter, was soll die Zukunft bringen? Gibt es schon Pläne? Ja, wir kämpfen jetzt am 3. Juni in Göttingen, da kämpfe ich gegen einen guten polnischen Jungen aus dem Fight Club Bitom, der hat auch eine sehr starke Amateurkarriere hingelegt und das wird sein Profidebüt sein und ja, das muss ich dem halt vermasseln. Kämpfen wir ein bisschen. Sehr gut, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg dafür. Danke für deine Statements und ja, Glückwunsch auch nochmal zum Sieg. Da bleibt dir gar nichts mehr zu sagen, außer genieß heute den Abend, denke ich mal. Du feierst vielleicht noch ein bisschen und danach geht es, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich wieder ins Training. Ja genau, am Montag geht es wieder ins Training und ich möchte mich noch bei euch bedanken, dass ihr immer so tolle Interviews macht mit den Kämpfern und an allen Sponsoren, die uns unterstützt haben, um die Veranstaltung hier auf die Beine zu stellen. Ohne die ist das nicht möglich. Vielen Dank an euch alle. Vor allem die Leute, die alle immer ständig kommen, da kommt man gar nicht hinterher mit den Karten verkaufen. Das ist immer ein schönes Gefühl. Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Well,